Digga, Dom bei Bardo, lauf und schau mich so an! Oh mein Gott! Niemals werden wir alle finden. No way, Tobi! Anders krass diese Verstecke dieses Mal, wirklich. Also das ist wirklich Next Level hier. Leute, bevor wir jetzt das Ganze hier beenden, schauen wir nochmal ganz kurz auf den Server von gestern Abend vorbei. Nochmal ganz kurz 10 Gewinner picken. Ich habe gesagt 10, das war eine Lüge, wir machen nur 5. Was soll das? Vulkan finde ich nice. Wack. Don Balbano ist wack. Sieht irgendwie cool aus, ein bisschen wenig Contrast. Das hier ist ein Haus. Das hier ist absolut gut. Ich, Bro. Boah, Tobi, geil. Geile Drache auf Insel. Das Nest der Drachen. Gehen wir mal runter, Leute. Boah, Digga. Zu wild. Zu wild, Leute. Winner. Ein Regenwurm. Ja, ist halt einfach ein fetter Chunk. Wow, sehr cool. Sehr, sehr cooles Konzept hier unten. Geil. Ja, der Bro hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Ist ja die Architektonik das Schönste, finde ich aber trotzdem cool. Der hat hier irgendwas mit Musik gemacht, feiere ich. Tobi, der Nächste ist Wirbelwind, ja? It's Mellow auf jeden Fall. Ganz klares Ding. It's Mellow, mach an, mach an. Ja gut. It's Mellow auf jeden Fall gewonnen. Auch wenn es sehr hässlich gebaut ist, die Idee dahinter ist babamäßig. Finde ich sehr, sehr gut. Oh ja, Digga, das haben wir schon, gesehen, als gebaut worden ist. Ja, guck mal dieses Boot an, was hier steht, Alter. Bruder. Ja, Tobi, ist auf jeden Fall für mich ein Win. Sieht sehr, sehr geil aus. Können wir gebrauchen, nehmen wir. Dann haben wir hier noch was richtig krasses. Easy Pizzy an der Stelle meiner Meinung nach auch gewonnen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So viel von diesem wunderschönen Community-Event. Ich werde mir den Rest nochmal später eventuell offscreen zu Gemüte ziehen. Jetzt aber erstmal Start ins neue Event. Und meine Freunde, wir haben heute wieder eine Runde Hide and Seek für euch vorbereitet, weil ihr euch so gerne versteckt und vor eurem Problem weglauft. In dem Fall bin ich ja das Problem. Spielen wir heute eine ganz, ganz knackige Runde. Netterweise mitten in New York. Mit 100 Leuten, was eine saugeile Idee ist, weil es bestimmt einfach ist für uns. Mit Kanalisation. Mit Kanalisation in irgendwelchen Hochhäusern zu finden. Das ist bestimmt easy machbar. Ganz einfach, Leute. Ganz einfach. Nein. Große Chance für Tobi und mich. Yorkshire, wieder mal hier gebaut. Schreibt mir auf Instagram, wenn ihr mitmachen wollt. Der arme Junge, Alter. Naja, also wir haben hier auf jeden Fall einmal New York Metropolitan Area. Komplett Self-Build wieder vom lieben Yorkshire. Also der hat sich hier wieder ordentlich Mühe gegeben. Es ist halt krass, weil hier sind da sehr viele Büroetagen leider komplett leerstehend. Donald Trump hat die Stadt runtergewirtschaftet. Ich sag mal so, die ganzen Gebäude sind von innen leer. Aber es hat hier, ja, Parks. Es hat hier Kanalisationen, Autos, Parkhäuser, riesige Baustellen. All in all, wirklich ziemlich viel Platz. Ich denke mal, wir spielen wieder so mit 60 Leuten, Tobi, und Dreh. Das kriegen wir sicherlich hin. Nicht schlecht. Alter, nein. No way ist das. Tobi, der hat hier sowas eingebaut. Guck mal. Oh, wow. Bro. Oh, wow. Ende im Gelände, Alter. Und davon so ganz viele. Das okay. Ist das Spawn von den Leuten. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich würde sagen, wir whitelisten jetzt mal und dann sehen wir es gleich beim Suchen wieder. Wir sind 60 Leute in der größten Stadt der nördlichen Hemisphäre. Diesen Fakt habe ich mir gerade einfach ausgedacht. Wir haben 100 Spieler gefragt. Mashallah, wollt ihr euch verstecken in New York? Und alle meinten, ja! Dementsprechend, meine Freunde, spielen wir nun zu 60 Leuten, nicht mit 100. Hier in New York, 63 Spieler verstecken sich in New York. In 3, 2, 1. Open the gate, motherfucker! Raus mit euch, lauft. Digga, Dom bei Bardo, lauf und schau mich so an. Du Idiot, Mann, du dämliches Stück. Alter, nervt er mich. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. So viele Menschen hier, die sich in New York Verstecker werden. Tobias, wie groß siehst du die Chance, dass wir sie alle finden? 10. 10? 10 was? 10 von 1 Million. 10 wer? 10 von 1 Million Wahrscheinlichkeit. Also, das ist eine Menge. Ich würde sagen, wir fangen an der Stelle einfach mal an. Tobi, wir gehen in den Game Mode 1 und beginnen mit der Suche. Und den ersten Spieler habe ich Flash hier Speed 3 schon entdecken können. Es ist Vierkraft. Du hast dich wirklich gut versteckt, Paluten-Skin. Ganz tolles Ding, also wirklich echt super gut mit deinem Namen hier. Ah ja, wen haben wir denn hier? Alex King, so. Es tut mir leid, Alex King, aber auch du bist an der Stelle raus. Gut. Ah, ja, Don Balbano. Was? Echt? Ja. Wo war der? Verlassen, ich banne ihn. Der war hier in der Kanalisation. Dämliche der war der Erste, Affen. Den ich gefunden habe. Dämlicher Affen, Don Balbano, Dummkopf, Alter, wirklich. Dicker Brühmoment, wir werden den nicht alle finden hier, das ist zu insane. Ich sag's dir jetzt, wie es ist, das nicht. Ist einfach... Okay. Nee, also ich denke mal nicht, dass jemand hier in den Bäumen hängt. Aber das Gute ist halt, wenn ich eure ganzen Namen sehe, muss ich einfach nur zu euch kommen. Und wenn ihr nicht sneakt... Oh nein, ich habe deinen Namen gesehen. Oh nein, es tut mir so leid. Digi. Ich habe deinen Namen gesehen, obwohl du gut versteckt warst. Okay, ich mache F1, Tobi. Wir sollten im F1 suchen. Real Talk. Alter. Oh, hier habe ich auch noch jemanden gefunden. Hm? Wieso bist du da nicht reingegangen? Guck mal, du hättest einfach reingegangen. Siehst Herr du? Alpha, der Arme. Guck mal, so hätte ich dich nämlich nicht gesehen, Ressra. Aber jetzt habe ich die gefunden und muss die leider bannen. Bestimmt Krankrafter, der sich hier versteckt, oder?
gespielter Witzrevi. Danke, Tobi. Im Kran ist tatsächlich jemand drin und es ist Windy CC. Es war schön, dich dabei gehabt zu haben, aber du bist raus. Werden es Spieler schaffen oder ist es tatsächlich fruchtlos? Wie eventuell diverse Gemüsesorten. Ich verstehe kein Wort. Guter Vergleich, Revi. Wir müssen erstmal die hohen Spots absuchen. Also ich meine, wenn ihr euch oben versteckt, also wir haben Creative und können einfach... Ja, also Taco, bring runter, Taco, komm. Der bringt sich um. Schnell, Bann. Oh mein Gott, ja, ja. Also ich hab so OP versteckt. Wen haben wir denn hier? Ja, moin, mein Freund. Da bist du raus, ja? Wir müssen das ein bisschen cleverer spielen. Nicht mit uns. So nicht, meine Freunde, ja? Es gibt da auch Grenzen. Wir haben Adleraugen und Krähenfüße. Was? Wen habe ich denn hier gefunden, hä? Lecker Schmecker Spaßentdecker. Tobi, was ist mit mir eigentlich gerade? Digga, du hast absolut einen Anfall, aber ich bin einfach am Tryhard. Professionelle Hilfe. Wir machen so Verbrecherjagd, weißt du, in New York City. Hübschreiber. In der City, wo man mich mittlerweile kennt. Lecker Bitterball mit Senf. Alles gerade gestorben. Wen haben wir denn da gefunden? Auf seiner eigenen Map. Hier auf der Baustelle. Bestimmt hat sich doch hier der ein oder andere Spezialist versteckt, weil er denkt, hier tue ich nicht. Aber ich sage euch mal eins. Ich habe keine Angst mehr vor Baustellen. Warum sollst du Angst vor Baustellen haben? Mein Vater war mal eine Baustelle. Lass uns einfach nicht drüber reden, okay? Okay. Oh mein Gott! Warte, ich komme. Das will ich sehen. Digga, liegt unterm Auto. Geh da weg. Baba-mäßig. Dann gehen wir mal runter zu Avives Familie. In die Kanalisation. Lustig. Ja, Brühe, Alter. Kanalisation ist ja anders eklig. Digga, in F1 ist... Wir werden ja niemals alle Leute finden. Ja, aber wenn die halt liegen, sieht man die Namen von denen halt, weißt du? Im F1 ist das Problem. Ich sag's mal so, ne? Lässig ist es nicht. Hotdog stand und alles hier. Eine richtig schöne Stadt, wirklich. Wir können ja mal so City. Oh, du kleiner... Die Bäume sind da die grüne Lunge der Stadt und müssen alle überprüft werden auf Ungeziefer. Damit meine ich euch. Ja, an sich relativ clean hier die Nummer, Tobi. Hier ist jemand drin. Ich riech das. Ich weiß, dass hier jemand drin ist. Ich sag's euch. Hier war zumindest jemand. Der ist aber schon weitergelaufen. Aber ich weiß, dass hier einer war. Hier ist er nämlich jetzt. Der ist nämlich jetzt hier. Und denkt, er ist safe jetzt hier, weil hier stehen nämlich die Türen auf. Wir kommen der Spur nämlich immer näher von dem Schwerverbrecher. Ah. Der ist nämlich jetzt, dann ist der hier nämlich runtergeklettert. Und versteckt sich auf eine der Etagen hier und denkt halt, dass er so sicher ist, aber ich baue einfach die Etagen Stück für Stück ab und Was? Was? Baust du gerade das Hochhaus auseinander? Nee, auch nur so, ich mache ein paar Löcher im Boden, ne, damit du... Ja, na, Barry ist in Zug. Okay, also hier ist auf jeden Fall niemand. Oh, du kleine Garbe! Girl, es tut mir doch leid! Ich bin doch bereit, weg mit dir! Raus, raus! Die Dächer sind immer noch nicht ganz abge, aber ich sagte, die Dächer... Da sind eine Menge Leute drauf, aber die meisten Leute werden sich auf irgendwelchen Etagen verstecken. Das ist das Eklige. Wir werden später den Spektraleffekt nutzen müssen. Ich bin ein sehr Architekturbegeistert. Arsch. Ein Architektur. Ich mag Arsche und Häuser. Beides. Oh mein Gott. Warte, ich komme. Ich zwei Leute mit Steinskin gefunden. Oh, Bruder, diese andere Brühmoment. Die dastehen alle richtig Thumbnail, Bruder. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ein Problem mit dieser Map, weil die halt so groß ist und ich ein bisschen die Übersicht verliere, wo ich schon wirklich war, weißt du? Ja. Oh, hier geht's runter. Ich glaube, hier wird auch jemand sein. Man fühlt sich ja immer dahin hingezogen, wo es dunkel und kalt ist. Oder? Also bin das nur ich? Oh, Mike Tech. Boah, Bro, du findest gerade so viele Leute. Ich finde niemanden. Der hat's schlau gemacht. Ich wollte gerade sagen, warum verstecken sich die Leute nicht im Treppenhaus oder so? Weil da gehen wir eh nicht durch. Bei dieser Baustelle zum Beispiel. Ja, ja. Und da genau da hat er sich gerade versteckt. Aber wenn ich einer von euch wäre, ich würde mich hier hinstellen. Hier irgendwo so in so einer Ecke, in so einer Gasse rein. Aber da kommt ihr ja nicht drauf. Blöden Penner. Entschuldigung. Ah. Ganz am Rand der Map muss man auch mal gucken, weil Leute sich da gerne verstecken müssen. Ja, Digga, am Rand da hängen so viele, Alter. Oh, Bro, oha, ich sag's doch jetzt hier schon. Easy peasy, wir werden dich wieder bannen, aber du bist natürlich beim nächsten Stream-Event trotzdem dabei, weil du hast hier gewonnen. Also, Bro, ich bin ehrlich, ne? Wir haben jetzt 38 Leute. Ich finde, bei 8 Leuten müssten wir eigentlich noch finden, dass es wenigstens die Hälfte ist, aber sehe ich nicht. Dass wir jetzt hier noch mehr finden, Brüder. Oh, drei Leute gefunden. Oh, was? Was ist Simp? Nee, Simp. Die haben Simp-Skins. Simp, Alter. Junge. Simps, Alter. Richtige Simps seid ihr. Die haben mich einen Idioten. Die brauchen gar nicht abhauen, Digga. Hier in so einer Ecke bei der so Mülltonne haben sie sich versteckt, Digga. Wo sonst auch, Alter? Wo ihr hingehört? In der Mülltonne? Nein! Er war in der anderen Mülltonne. Lol. Da sind zwei Leute. Was? Okay, Tobi, noch zwei Spieler, dann machen wir Game Mode 3, ja? Okay. Das ist wirklich echt schwierig, Alter. Boah, es wäre so geil, wenn man mal in so einem riesigen Büro spielen würde, Heidenzieg. Weißt du, was ich meine? Oh, ja. Dann den drei. Ich hab schon so viele gefunden. Bro, du bist richtig gut heute. Ich bin richtig raus. Richtig. Game Mode 3 in 3, 2, 1 und go. Das ist noch hart, ne? Bro, in dieser Kanalisation wird sich ja safe irgendwo einer verstecken, aber... Da hab ich gerade den letzten gefunden. Ja? Wir haben halt viele Leute mit so Betonskins von Steinen. Also muss man eigentlich in der Nähe von Steinen gucken. Ja. Die werden sich den Skin auf jeden Fall zunutze machen. Die werden diesen Nutz auf jeden Fall zu Skinnen machen. Ja, Mann, genau. Wie assi du bist!
Da bin ich eben lang geflogen. Ich bin eben durch so eine Ecke durchgeflogen. Was ist das für ein Versteck? Davon wird es mehrere geben, Tobi. Es wird mehrere Leute geben, die sowas machen. Ich sag's dir. In jeder ekligen Ecke, so zwischen Häusern, muss man jetzt eigentlich schauen. Oh, oh. Hallo, mein Kleiner. Na? Oder es ist insane. Niemals werden wir alle finden. Hallihallo, kleiner Mann. Na, Clem? Junge, das ist doch zu wild. Das ist doch unmöglich. Ich bin gerade der Bausteller. Ich auch. Ich darf gar nicht rauf ohne Ausweis, ne? Richtig, ohne Bauarbeiterhelm auch nicht. Ey, Tobi, ich bin ehrlich, ne? Ich sehe das nicht, dass wir das hier heute holen, das Ding. Oh, Kollege. Ich finde wirklich keine mehr, Tobi, ne? Das ist richtige Schlaucheritis gerade, Junge. Ich sag's dir. Es ist diese andere Anstrengung, die hier gerade durch meinen Körper fließt. Digga, ich bin gerade. Aha! Wen haben wir denn da, hm? Der Mister. Digga, der war so dunkel, Alter. Hey, Google. Hey, Google, auf Wiedersehen. Wieder! Digga, der hat dich so hops genommen. Okay, sollen wir Spektral-Arrows reinmachen? Ach, Digga, ich glaube schon, Alter. Also ich bin wirklich schon, glaube ich, alles. Top-notch lost, oder? Gerade gehirnmäßig. Aber mal lassen noch zwei Leute finden und dann. Oh! Ich habe ein Gebäude gefunden. Ban, Jerome, BTW. Und noch einer. Azolion. Okay, Leute, ich würde sagen, Spektral in. Tobi auf jeden Fall diesmal richtig gecarried. 3, 2, 1 und. Bro! Zwei Cookie Leute, Paul. Guck mal hier. TP, Windside. LOL. Bun, Nick und Minecraft. Da ist noch einer! Da steht noch einer drin! Was? Okay, Leute, jetzt wird hier rasiert. Gegen den Strich am Nacken. Eklig, ich wusste das noch. Oh, Digga, bist du ein ekliger Dennis Dirk. No way, Tobi! Ist das nicht eklig? Siehst du das da hinten nicht? Digga! Digga, was? Vor allem, man fliegt hier immer einfach so durch. Ja, ruhig dir, man sieht gar nichts, Alter. Und er steht hier auch auf... Ehrenlos, Alter. Ich hab dir gesagt, die Kanalisation ist nicht clean. Weil es halt eine Kanalisation ist, wo halt ist, ne? Das ist ja dann auch die Spieler, die. Deins genommen, oh. Rücken zur Wand. Ei, wie bist du denn hier hingekommen, Alter? Anders krass, diese Verstecke dieses Mal, wirklich. Also, das ist wirklich Next Level hier. Guck mal hier, Tobi, wie die hier alle stehen. Wo die teilweise hängen. Guck mal. Oh mein Gott, hier auch so räudig, Snaffle. Wo denn? Guck mal da unten, Digga. Niemals hätte man den gesehen. Ja. Am Rand und dann auch noch Junge, so, Digga. Junge, Junge. Die spielen nämlich das anders eklige Game, oder? Nein, oder ich hab. Hast du alle? Einen habe ich hier schon mal und es ist The Floor. Ah, da und haben den wir zweiten den haben wir den nächsten. Ah, ja. Der Lux. Okay, jetzt haben wir den, der gesagt hat, ich liebe Dreck, ich bin Untermensch. Gut, The Floor. Wo ist der letzte? Daniel Luca jetzt hier an der Stelle gewonnen. Mit einem Erdskin kommt der auf ganz eklig daher. Hä? Der hat sich ein Erdskin reingemacht. Der wird er doch wahrscheinlich hier unten irgendwo hängen, oder? Unter der Erde ist er. Wo war dieses Ding? Da ist er. Stopp! Das ist... Nein! Nein! Tobi! Nein! Ja, genau. Ey, das ist zu wild, Digga. Genau. Alter, Daniel Luca, ganz ekliger Spot. Das ist eine ganz eklige Nummer, Leute. Bann ihn weg, Leute. Bann ihn weg, Leute. Hup. Das war's von dieser... aggressiv geilen Runde halten Sieg hier in New York City. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, smackt auf jeden Fall gerne den Like-Button und lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wir werden eventuell heute Abend ein weiteres Community-Event machen. Seid gespannt, was wir eventuell, ich sag nicht hundertprozentig, aber vielleicht dafür euch vorbereitet haben. Freut euch auf mehr und ich bin an der Stelle raus. Das war eine nice Nummer. Vielen Dank an Yorkshire für das, Yorkshire für das Bauen und Shotbite sowie Tobi um das Aufsetzen und auch an Marcel. Grüße geht raus, wir sehen uns heute Abend wieder im Stream. Tschüss.